Also, wir sind schon recht nah an Perfekt dran. Oh nein, jetzt mache ich hier so einen Austin Powers. Ich muss mal wenden. Da hätte ich mich jetzt fast festgefahren. Moment. Warte mal kurz. Ey, versuch mal auf der Brücke zu wenden. Beste Idee. Hier, aber ahnst du den Schlamm? Ey, das fühlt sich so scheiße an. Ich habe wirklich das Gefühl, ich hänge hier fest, als wenn ich durch Teer fahre. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde mit. Heute habe ich mir einen Experten an meine Seite geholt. Yes. Maurice. Hallo Maurice. Hallo. Ja, und wir spielen heute zusammen Battlefield 1. Du hast es ja schon ein bisschen angespielt und hast gesagt, das ist Knaller. Ja, ich habe schon geschwärmt. Ich will es nicht zu doll jetzt irgendwie aufs goldene Tablett legen hier. Nicht hypen? Dann sind am Ende alle enttäuscht, aber es ist verdammt geil. Ich habe ja schon ein Video gemacht zu der Multiplayer Open Beta. Die war ganz gut, aber danach habe ich eigentlich gedacht, so, es ist nicht so meins. Ich habe eigentlich auf Battlefield 1 nicht so einen Bock. Dann habe ich die Kampagne angefangen und irgendwie nach 2 Minuten das erste Mal geweint. Und mehr sage ich jetzt auch einfach nicht. Ich habe Anna auch gesagt, wir müssen mit Kopfhörern spielen, damit wir mehr geflasht sind. Ich will doch gar nicht weinen. Nein, ist auch ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich gut. Ich will, hinterher reden wir drüber. Okay. Ich will es nicht kaputt machen. Ja, springen wir direkt rein, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich höre nur Gutes von dieser Kampagne. Mhm. Und habe ja generell momentan so einen kleinen Shooter-Lauf. Ich habe jetzt Modern Warfare durchgespielt. Dann als nächstes kommt jetzt Battlefield, aber immer nur Kampagnen. Und dann spiele ich noch Titanfall. Oh ja, wenn das ja auch bald rauskommt. In machen wir da nicht nächste Woche schon eine Stunde? Ich wollte gerade sagen, das kommt auch bald. Ich glaube schon. Mensch. Ja. Heute übrigens zum ersten Mal ohne Wolf seit... Mal überhaupt? Nee, das stimmt nicht. Letzte Woche habe ich Dings gemacht. Echt? Ach, ich dachte, das wäre Mafia gewesen. Nee. Na gut. Was war denn das letzte Woche? Tomb Raider. Tomb Raider, richtig. Geil, mein Gedächtnis ist ein Sieb. So, wir schwatzen zu viel, lass uns direkt anfangen. Heute habe ich auch den Timer im Griff. Toll. Und los. Die Zeit läuft. Ich finde das toll, wenn wir so viel labern, Maurice. Ja, wir labern auch dabei ja noch. So, jetzt muss es hier alles erstmal hochfahren. Da kannst du ja noch ein bisschen was erzählen. Genau. Ja, ich will eigentlich, habe mir vorgenommen, nichts zu erzählen. Gar nichts? Nee. Also wir können ja schon mal sagen, es spielt im Ersten Weltkrieg, richtig? Richtig, genau. Was ja generell eigentlich mal ein spannendes Thema ist, weil Shooter meistens irgendwelche Neuzeitsachen oder Zweiten Weltkrieg behandeln. Genau. Und ja, es ist wieder Krieg, alle sind dabei. Story auswählen. Gab es überhaupt mal einen Ersten Weltkrieg-Shooter, einen großen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Nicht so richtig, aber ich bin auch nicht der Mega-Shooter-Experte. Ich muss hier übrigens den anderen Nupsi auch mal ins Ohr tun. Ja. Also ich kann mich an so kleine B-Spiele erinnern, aber so in dem Rahmen noch nicht. Wechseln wir uns eigentlich ab? Können wir machen. Toll, dann kann ich auch mal nichts tun zwischendurch. Okay. Okay, geht los. Ist zu leise. Die Musik gefällt mir jetzt schon sehr gut. Das ist zu laut. Bitte? Siehst du, das ist zu laut. Guck, wie hübsch das ist. Ja, ihr seht, da wird nicht lang gefackelt. Mhm. Man sieht gleich, worum es geht. Eins vorweg, es ist super geschrieben, super gespielt und auch die deutsche Synchro ist echt gut. Wenn ihr könnt, spielt es trotzdem lieber auf Englisch, würde ich sagen. Man sieht es alleine hier am Anfang beim Text schon, der auch ganz gut einfach so das Setting darlegt. Ich glaube, hier gibt es nämlich so eine Zeile. Genau, die im Original heißt, you're not expected to survive. Oh. Und man weiß gleich, alter Falter, ich werde hier als Kanonenfutter vor die Säue geworfen. Und hier steht, du wirst vermutlich nicht überleben. Yeah. Ist halt einfach inhaltlich was ganz anderes. Wir müssen diese Position halten. Oh Mann, alles klar. So, Anne, mach mal. Steuerung.
Ist richtig rum, ne? Ist wahrscheinlich. Ich hasse bei Shootern immer, ich kenne nie meine Feinde, meine Gegner. Hier haben die Freunde von dir einen blauen Punkt. Über dem Kopf. Ja, das ist ein sehr großer. Der ist riesig. Ein sehr großer blauer Punkt, den kann ich auch aus Kilometern Entfernung erkennen. Und also ich sag mal so, alle Leute hinter der Wand sind deine Gegner. Ja, kann sagen. Ich weiß nicht, ob ich heute irgendetwas Sinnvolles zustande bringe. Ja, wenn du willst, können wir auch jederzeit tauschen. Sehr gut. Ja, aber auch diese Sache mit dem Punkt und dass du jetzt nicht irgendwie riesig Schriftzüge über den Leuten hast und so, macht es halt schön authentisch und gritty und da. Wo seid ihr? Wo trefft ihr mich? Ja, und gleich zum Anfang hin, ich muss sagen, die Grafik bläst mich echt weg. Also gerade nach dieser offenen Beta, diese Wüste da war auch klar, die kann die Grafik nicht so toll darstellen, war aber halt auch irgendwie nicht so schlau gewählt, fand ich. Wenn man das hier so sieht, ey, alter Falter. Das ist schon ganz nice. Ja. Da kann man nicht meckern. Aber hello. Aber hello. Hello. Habe ich auch irgendwie Granaten? Ja, Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? R1. Du hast mit dem Finger auf ihn gezeigt. Und jetzt sind die hier so anvisiert? Ja, hast sie markiert. Ich rede zu viel. Ich kann mich schon wieder nicht konzentrieren. Ja, wir können diese Anfangsminuten noch einfach mal wirken lassen. Da geht es so ein bisschen mehr um den emotionalen Impact als ums eigentliche Gameplay. Digga. Digga. Oh, Waffe wechseln geht auch. Aber dann habe ich nur eine. Das ist doch cool, ey. Das ist nicht so. Oh, ich glaube, ich darf meinen Kaffee hier nicht immer so neben dem Mikro hinstellen. Oh, Flammenwerfer, das gibt's doch nicht. Das ist natürlich ungeil. Der steht hier auch direkt. Der geht da doch nicht hin. Ja, aber ich kann ihn ja auch nicht. Granate, töten. Schmeiß den Granate. Ich wollte gerade sagen. Was soll das tanzen? Muss man mal ein bisschen. Wieso kann ich eigentlich nicht rennen? Kannst du mir das erklären, Maurice? Ja, aber mach ich jetzt nicht. Sehr schön. Oh, explodiert er jetzt? So, da bist du. Oh shit. Oh shit. Ja, das war's für mich. Ach, du hast dann direkt. Aus allen Teilen der Welt. Viele von uns hielten diesen Krieg für einen Initiationsritus, ein großes Abenteuer. Aber ich sage Ihnen, es war kein Abenteuer. Ach so. Ist das nicht geil? Du spielst jemanden und der stirbt und dann ist er wirklich tot in einem Shooter. Jetzt geht das ganze Spiel Wahnsinn. So? Bist du dann immer jemand anders? Sind die meine? Ich will nichts spoilern. Oh Mann, ey, das ist ja. Oh nein, ich hab meine Freundin getötet. Nein. Ja, das Sounddesign ist mal wieder herausragend. Ich habe ja tatsächlich noch nie ein Battlefield gespielt. Wenn überhaupt immer nur irgendwie Call of Duty. Ja, also das ist eine der großen Stärken von Battlefield. Das Sounddesign ist ja auch in Call of Duty fantastisch, aber Battlefield. Oh, Zeppelin! Legt da immer noch einen drauf. Und auch hier, also wenn man mit Kopfhörer spielt, die räumliche Ortung und so ist fantastisch. Du weißt immer, wo die Gegner stehen, alleine weil du sie hörst. Ja, Granate. Gibt's einen Anhaltspunkt, wo ich hin muss? Nein, Flamme! Na komm schon. Jetzt mal eine Granate werfen. Ich brenne, Freund. Oh, ich brenne. Na komm. Hast du die Pistole noch? Du hast ja mehr Distanz mit als mit so einer Schrotflinte. Sieht schlecht aus für euch. Ja, ich sehe halt auch nichts. Da ist alles voller Rauch. Okay. Wie ist das denn mit den Waffen? Sind die original nachempfunden? Weißt du das? Ja. Also, naja. Also generell ist es so, es werden
vollautomatische Waffen ein bisschen häufiger eingesetzt, als das damals tatsächlich der Fall war, um das Spielgeschehen so ein bisschen schneller zu halten. Ja, das ist ja auch. Aber du hast jetzt hier keine Laserkanonen oder so am Start. Also sie haben sich ein bisschen künstlerischen Freiraum gelassen, einfach um schnelles Gameplay hinzubekommen. Das war ja auch meine große Befürchtung beim Ersten Weltkrieg, dass das dann vielleicht zu hakelig wird und zu vom Komfort her einfach zu rau. Aber bisher muss ich sagen, haben sie das sehr schön hingekriegt. Auch die Fahrzeuge und so. Ich stehe die ganze Zeit in Flammen, Alter! Okay. Aber dann hat man ja irgendwie... Und du hast immer einen Namen? Neue Tötungsmaschinen wie der Panzer veränderten über Nacht das Gesicht des Krieges. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Ich finde, du hast nie das Gefühl, dass du irgendwie verlierst oder so, weil du halt nicht nochmal an irgendeinem Punkt anfängst, sondern weil du einfach komplett woanders bist. Naja, man muss sagen, also du spielst es wieder sehr bedächtig, wie neulich auch bei Outlast. Normalerweise dauert so eine Sequenz hier irgendwie 10 Sekunden, weißt du? Du wirst halt niedergemetzelt und so und dann geht's halt gleich weiter. Das hier ist nur so ein kleines Moodpiece am Anfang, das halt zeigt, so, so sah es da aus. Sah nicht so gut aus. Die eigentlichen Missionen spielen sich dann im Endeffekt anders. Auf die Zeppelin habe ich auch schon richtig Bock. Ich habe gehört, die kann man auch. Also, wo? Man kann auch die Waffe. Aber ich höre auch was. Will lauter machen? Nee, nee, ich habe nur ein Ding zum Ohr, damit ich dich höre. Ja, das ist immer so ein bisschen schwer zu bilden. Gestaltet sich das ein bisschen schwierig. Ja. Ja, ich höre ihn ganz gut. Ich glaube, er steht rechts von uns. Deswegen hast du das eine Ohr nicht drin, das du brauchst. Ah, okay. Ja, falls ihr das zu Hause nicht so mitkriegt, auch die räumliche Ortung im Panzer drin. Du hörst halt genau, wo jetzt der Fahrer sitzt und wo der Typ sitzt, der die Dinger nachlädt. Das ist echt geil. Man hört auch wirklich, man denkt, du sitzt im Panzer. Ich kann ja den Dolmetscher machen. Ja, bitte. Also es geht hier um die Flakgeschütze. Ich hab meinen eigenen Typ erschossen. Siehst du, das passiert mir dauernd. Wir versuchen jetzt an die Flak ranzufahren oder an irgendeine Kanone, die du ausschalten musst. Da steht er, genau. Einmal Waffe wechseln. Bam. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss. War's das? Ja, ne? Ist sie da? Was für ein kleines Sichtfeld du auch hast, ne? Ich glaube, du kannst sogar zielen. Probier mal. Ja. 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 Ist riesig. Der Unterschied ist gewaltig. Okay, was geht's? Wo seid ihr? Oh no. Andrew. Mach's gut, Andrew. Anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Hab ich nicht gesagt? Giftgas. Ich hab's doch letztens nochmal gesagt. Ist zwar schon ein bisschen her, aber... Ich hab auch mal Giftgas gesagt. Nee, weißt du noch, als wir das Dings aufgenommen haben? Was denn? Ach ja, was genau. Wir uns freuen? Ja, wir freuen uns auf Giftgas, ich erinnere mich. Habe ich doch schon gesagt, da ist bestimmt auch, okay, die gehören zu mir. Ja, nicht immer deinen Jungs in den Rücken schieben. Ja, ich erkenne den Unterschied nicht. Vor allem hast du ja jetzt auch so eine seltsame Sicht mit dem... Ich weiß nicht, ob du das gerade gesehen hast. Hier am Anfang, wenn man reinläuft, gibt es einen Typen, der so völlig von Sinn da einfach nur so rumtorkelt. Und du siehst halt, der ist völlig verstrahlt und kommt mit der Situation nicht klar und wird dann einfach so niedergemetzelt. Sieht man ganz viel in der Kampagne. Also da wird wirklich versucht, der Horror des Kriegs... einigermaßen authentisch rüberzubringen. Oh, wo ist denn hier mal Deckung, Alter? Ich bin nämlich gleich tot. Aber ist das gewollt oder was? Die ganze Zeit, ich raff das immer noch nicht. Bam. Nicht immer rückwärts laufen, Anna. Ja, ich möchte doch einfach nur eine Deckung. Nee. Wie, nee? Nee, ihr stürmt doch hier mit dem Panzer an, ihr müsst vorrücken. Hier ist ein bisschen tricky. Ich hab's versucht mit einem Baum hier, aber das habe ich nie beim ersten Mal geschafft. Die sind aber auch... Wie viel Reichweite haben die denn? Das ist ja lächerlich. Ja, die Flammenwerfer sind recht mies, das stimmt. Okay, was haben wir denn hier?
Oh. Wow, Alter. Böses Erwachen. Ich bin sehr langsam. Okay, also wenn du läufst und dann den rechten Stick klickst, dann machst du diese übelst miese Bajonettattacke. Die, so in der Art. Ah, okay. Runter! Das ist auch ganz schön. Sagte er, als alle Leichen auf dem Boden lagen. Druck erzeugt Gegendruck. Ab und an machen wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Und unsere Welt ist der Krieg. Aber hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Abgestumpft und naiv. Ehrenhaft und verbrecherisch. Wir sind es, die zu Legenden und von der Geschichte vergessen werden. Wir sind die Ritter der Lüfte, die Geister der Wüste. Und die Ratten im Schlamm. Das sind unsere Geschichten. Ganz schön gut, ne? Ja. Ganz schön gut, würde ich sagen. Ja, es ist so anders. Ne? Es ist so, das es ist so eine andere Stimmung. Es ist das Gegenteil von dem, was Call of Duty so lange gemacht hat. Bam, bam, aber Actionfilm, alle brüllen und sind cool und reden wie Arnold Schwarzenegger. Echte Leute. Ja, ja, das ist ja genau das, was ich auch beobachte jetzt gerade, dass die Shooter-Kampagnen total im Wandel sind. Dass die wirklich jetzt auf Realness und auf Emotionen gehen. Alte Reiche und neue Welt. Voll geil. Altes For real, Alter. Neue Ideen. Die gesamte Menschheit kämpfte für Freiheit. Kann ich mir das jetzt aussuchen? Genau, das ist einer der großen Kniffe der Kampagne. Das sind halt verschiedene Geschichten an verschiedenen Orten, die man spielen kann. Das eine Ding da, Stahlgewitter, ist halt der Anfang, den wir gerade gemacht haben. Ich sabbel jetzt über den Text, blöd, ne? Und dann hast du jetzt diese anderen 5 Handlungsstränge, die du spielen kannst, die halt für sich allein stehen. Ah, das sind einzeln abgeschlossene Geschichten. Die sind jeweils wie eine kleine Kampagne tatsächlich. Okay. Und ich würde dir empfehlen, ich habe ja alle schon mal angespielt, auch um zu gucken, was machen wir heute am besten, um euch ein bisschen einen Rundum-Einblick zu geben vom Spiel. Ich würde sagen, wir fangen bei 1 an, durch Morast und Blut. Okay. Das Ding ist richtig schön. Das hier ist Wüste oder was? Das ist das Wüstending. Oh. Da haben wir ja, wie gesagt, ja auch die Multiplayer-Beta schon gespielt. Lawrence von Arabien, ich wusste es. Ja, ich habe es im Trailer damals schon gesagt, Alter, es wird bestimmt Lawrence von Arabien. Und es ist tatsächlich Lawrence von Arabien. Nice! Ja. Auch geiler Film übrigens. Ja, also romantisches Epos in Kapitel 5. Ja, nee, aber lass uns mal mit 1 anfangen und dann gucken wir, wie weit wir da kommen. Da ist auch viel Abwechslung drin. Vielleicht können wir da ein anderes Ding noch anreißen. Krieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Und da geht es dann meistens um die Art der Kriegsführung. Hier ist es jetzt der Panzer, dann gibt es ein Ding, das auf Fliegen fokussiert ist, ein Stealth-Ding, Shooter, Sniper. Und hier lassen wir auch einfach mal die Sequenzen so durchlaufen, weil die sind so gut geschrieben und gespielt, das ist wirklich Wahnsinn. Also, du hast das Gefühl, du guckst ein gutes Drama. Und hier wird ein Segment drin sein, wenn wir so weit kommen, das wird was für dich. Echt? Ja. Um Gottes Willen. Sehr, sehr. Was kommt denn da, ey? Ist nicht verlässlich. Na, das ist ja super. Ja, wollen wir eigentlich durchtauschen? Oder ja, hier, mach mal. Okay. Ich mach dann das nächste. Oh. Gatsby. Thank you.
Roberts. Sir. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Das ist ja wie ein Film, ey. Das ist so schön. Verdammt. Oh, nein, 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 nicht fluchen. Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch. Los. Und danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Ich finde, von der Art her hat das sehr was von Band of Brothers, so wie es erzählt ist. Ja. Und ich würde es mir auch als Serie angucken. Ohne Scheiß. So, ich invertiere mal wieder. Oh nein! Das ist ja furchtbar. Müssen wir jetzt auch die Invertier-Diskussion führen? Nö. Warum man nicht invertiert spielen sollte oder warum man invertiert spielen sollte? Dafür ist Wolf ja da. Stimmt, die Diskussion, das will ich jetzt hier gar nicht. Wobei, der hat mich bei Mafia neulich in Ruhe gelassen. Da haben sich auch die Zuschauer hinterher beschwert, warum er nicht wieder losgelegt hat. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Ob das wohl auch Sweet Justice vertont hat? Ja. Im Original? Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf. Und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören, wir werden die Geschütze sieht das nicht krass aus? Ausschalten. Ziemlich, ja. Das ist Wahnsinn. So, zweiter Pfiff sind wir. Das war der zweite Pfiff, ne? Ja, los geht's. Bam. So, mal gucken, wie viele von unseren eigenen Leuten ich überfahre. Du musst jetzt fahren, oder? Ich muss fahren und schießen. Ach, genau. Okay. Ich kann auch, wie in der Sequenz, die du eben gespielt hast, beides machen. Okay. Maschinengewehr und Dings. Ja. Achtung, Beschuss! Die Artillerie nimmt unsere Jungs auseinander! Diese Opfer dürfen nicht umsonst sein. Vorwärts! Dieser Panzer sieht auch so geil aus. Und komm. Das wird richtig klebrig hier, man kommt nicht gut voran. Du musst bloß heil ankommen. Ich will nicht, dass die Taube stirbt da drin. Das ist so... Ja, die wird auch noch eine Rolle spielen daher. Ja, die Taube? Ja. Oh Gott, die ist so echt geil. Schön. Hier, guck mal, was auch richtig toll ist. Ah, ne, ich kann jetzt, ich stehe gerade so schief. Ah, nochmal gleich. Es fühlt sich halt auch so an, ich klebe wirklich einen scheiß Morast fest. Ja, ich sehe das schon, du kommst nicht so wirklich voran. Nee. Ne? Ja, ist halt ein altes Auto. Sehr alt. Hier, guck mal. Ich mach den kaputt. Stimmt, du kannst alles kaputt machen, das bleibt dann halt auch immer so. Oder, also, und wächst nicht nach die Mühle, ne? Nee, beim Multiplayern denke ich mir, also im Multiplayer-Match war bei mir immer die große Frage, wie ist das eigentlich mit den Maps? Fangen die komplett ganz an und am Ende ist alles platt oder was? Genau.
hat man ja selbst in dieser Wüstenmap sehr schön gesehen, in der Beta. Die liegt danach in Schutt und Asche und überall, also selbst die ganzen Dünen und sowas sind halt total zerlegt und überall sind Löcher und Krater und... Das ist halt auch, gab's vorher auch nicht so in der... Der ist mir gerade unter dem Panzer gelaufen. Ich hab nichts gemacht. Super Idee! Genau, hier haben wir dann Capture the Flag, im wahrsten Sinne. Ja. So, ich mach mal Maschinengewehr, ne? Spritz, Spritz. Oh, sorry. Okay, die sind also blau. Das ist auch, das kann man jetzt auch besser erkennen, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ich ehrlich gesagt nicht so, muss ich sagen. Hier, und das ist auch so schön. Siehst du da hinten das Geschoss? Ja. Du musst halt auch schön gucken, wie hoch du zielst, damit du das mit der Fallhöhe hinkommst. Das war zu weit. Ja. War auch zu weit. Aber nicht viel. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Ah. Bam. Machen wir. Schön halten. Halten, anhalten. Oh, schon alle weg. Oh ne, da laufen sie. Das ist auch so fies, dass du den Leuten halt immer so in den Rücken schießen kannst, die vor dir fliehen. Ja. Machen wir natürlich auch, wo wir können. Hier, guck mal. Ach Mann, ey. Vorführeffekt. Wollen wir mal ins Fenster reinziehen? Uha. Hä? Alter, das ist ja ganz schön. So, hier steht noch ein Geschütz. Krass, ey. Ja, es ist halt echt Krieg, ne? Also es fühlt sich richtig kacke an. Das sieht auf jeden Fall schlimmer und krasser aus als alles, was ich bisher an Shooter-Kampagnen gesehen habe. Ja. Ja, es fühlt sich halt irgendwie einfach authentisch an. Und auch die Landschaften hier. Ich hatte so ein bisschen Angst, so diese Grabenkriege im Ersten Weltkrieg, dass die einfach auch nicht so interessant sind optisch. Aber alleine diese Trümmerlandschaft hier ist einfach Wahnsinn, ey. Ja, viel ist da natürlich nicht mehr übrig, aber. Nö. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Die haben Punkte. Sehr klein, die haben Punkte. Oh, ich ziehe immer zu hoch, Leute. Genau, unten rechts siehst du den Balken da, der sich auffüllt, bis ich wieder schießen kann. Ah, okay. Falls sich jemand ärgert, dass ich immer so lange brauche, bis ich nochmal einen nachsetze. Ja, dauert, bis da wieder jemand was ins Rohr geflogen. Ja. Genau, und das ist halt auch so toll, dass es alles übers Audio so geregelt ist. Du musst auf die ganzen Anzeigen gar nicht gucken, du hörst es halt. Und die geben dir dann auch im Panzer, unterhalten sich halt auch, geben dir dann auch wirklich situationsabhängig Tipps, was du machen musst, was du vielleicht gerade nicht gesehen hast. Das ist schon ziemlich schön. Mann, okay, ich zähle nicht mehr hoch. Mann. Genau, ich kann mich auch selber reparieren. Ah. Ach so, irgendwie haben wir noch gar keinen Schaden genommen so richtig. Guck mal hier, das tut uns nicht so richtig was. Er ist ja auch ein kleiner Mensch. Ein kleiner Mann, ja. Wir sind ein dicker Panzer. Ja, und ich muss wirklich sagen, wir tun die Leute teilweise richtig leid, wenn die hier so rumlaufen. Man also weiß, nach der Anfangssequenz auf jeden Fall, ne? Wenn du halt... Man zermetzelt die halt einfach. Du hast es ja aus sehr vielen Sichten gesehen und dachtest auch, wo die beiden sich da gegenüberstanden, als einzige übrig waren und sie dachten, okay, lassen wir es einfach. Ja. Das bringt doch nichts. Da hat mir mein Opa mal so eine ähnliche Geschichte erzählt aus dem Krieg damals. Echt? Wo es so war, dass er dann irgendwann jemandem gegenüberstand. Irgendwo im Wald allein und die sich angeguckt haben und so über den Augenkontakt geklärt haben, okay, wir machen nichts, ich habe dich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Ja, ne? Gruselig. Gruselig sowas. Generell können wir uns eigentlich ziemlich glücklich schätzen, dass wir diesen ganzen Quatsch nicht miterlebt haben. Das sowieso. Und dass die PS4 schon draußen ist. Und die VR und bald auch noch die Pro. Bestes Zeitalter. Bestes Zeitalter, auf jeden Fall. Ich bin genau richtig geboren. Win, win, win. Obwohl, manchmal wünsche ich mir, ich wäre ein bisschen früher geboren. Nee, Mann, so Anfang der 80er oder so. Ah, ich weiß nicht, ey. So früher, wenn man hat sich so über NES-Spiele und so gefreut und war ja auch alles geil. Aber wie viel geiler ist das jetzt? Nee, ich meine nur so ein paar Jährchen früher. Ein paar Jährchen. Ich bin ja Ende der 80er geboren, ich wäre gern Anfang der 80er geboren. Ja, ich bin ja genau Anfang der 80er geboren. Was wünschst du dir? Was hättest du gerne noch erlebt? Die 80er. Mehr David Hasselhoff? Ich wäre, glaube ich, gerne früher auf der weiterführenden Schule gewesen als zu meiner Zeit. Okay. In den 90ern, weißt du, dann so richtig den ganzen Scheiß in den 90ern noch mitnehmen. Das ist eine Zeit, an die ich nicht gern zurückdenke. Oh Mann, ich stelle mir das so witzig. Siebte Klasse, Boygroup-Zeit. Ja, die gab es bei uns natürlich alle Klamotten auch, viel ne? zu groß. Nicht wie heute.
Doch, das hätte ich schon gern anders mitgenommen. Ach guck mal, jetzt sieht man, ich habe schon Schaden genommen. Ja, und hier, ja. Ich habe das halt auf hart gespielt. Dieser Panzer, da hat mich schon ein paar Mal zerlegt tatsächlich. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Was ich jetzt mache, ist natürlich relativ stumm. Aber ich habe überhaupt nicht mitbekommen, für welches Land wir sind und gegen wen wir kämpfen. Stand das am Anfang da? Also da stand irgendwas mit die Deutschen und die Engländer oder was? Du spielst ja verschiedene Nationalitäten. Ja, genau. Aber jetzt müsste ich mir die Blöße geben tatsächlich. Ich, keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall eine britische Flagge. Ich glaube, wir sind die Engländer. Und wir kämpfen gegen die Deutschen, alles klar. Oh, fuck. Ach ja, hat man ja vorhin auch einen schönen... Genau, du siehst hier, ich repariere. In der Zeit kann man nicht schießen. Ja. Oh. Achso, ich sollte auch kaputt sein. Ja, Edward! Edward? Alles gut? Ja, Mann. Sicher? Das wäre jetzt so ein beschissener Filmtod gewesen, so ein und umkippen, aber dass sie ihn nochmal durchsiebt haben. Und jetzt haben wir seinen Schraubenschlüssel. Ah, guck mal, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich nicht gecheckt und gedacht, ja geil, jetzt habe ich so einen Schraubenschlüssel und muss los. Und habe den Rest, und das ist auch richtig geil, das spricht so fürs Spiel, ich habe die nächste Stellung eingenommen, nur mit meinem Hammer, bin dahin. Nee. Und es war aber auch geil gemacht, das Spiel hat sich dem angepasst, da waren ganz wenig Gegner und so, die ganzen Flakgeschütze und jetzt so waren nicht besetzt. Du bist dann dahin da mit deinem Hammer? Ich bin hingelaufen und habe gedacht, hier ist auch wenig los. So. Oh mein Gott, Maurice, wie geil. aber ohne Scheiß, das hätte mir auch locker passieren können. Ja, was mache ich jetzt damit? Aber es hat halt funktioniert. Kaputter Panzer, ich gehe weiter. Es hat funktioniert. So, weiter geht's. Oh mein Gott, das ist ja super, Maurice. Hast du mich gerade Marie genannt? Marie, ich hab dich schon mal Marie genannt. Ja, neulich hieß ich Goldmarie für eine Woche. Hier, da hinten die Geschütze, die jetzt angezeigt werden. Da bin ich halt hin und hab mir dann eine Granate genommen, die da hingeworfen. Ich dachte mir so, was mach ich mit meinem Hammer hier? Ah, oh, ist das witzig. Ja, Freunde, geht aus dem Weg, sonst fahren wir euch platt. Das fühlt sich auch alles so gut an. Das ist so richtig schön Power Fantasy. Du sitzt halt in einem scheiß Riesenpanzer. Oh, Mann. Und du machst sie ja wirklich platt, die Leute. Die haben einfach keine Chance. Ja. Oh, kann ich ja versuchen? Ja. Bam. Toll. Bam, Digga. Der ist auch blau, den kannst du auch umlegen. Mal gucken, was meine Freunde machen. Nö. Nö. Nö, der wollte gerade eine Granate werfen. Das ist noch nicht zu. So, über den fahren wir rüber. Komm her, komm her. Oh, ist ausgerutscht. Komm her. Lauf, Forrest, lauf. Digga. Okay, warte. Oh nein, okay. Wir wurden mit allem geworfen, was es gibt. Einfach mal 3 Granaten gleichzeitig. So ist, wo ist er denn? Ey, das ist so fies. Oh, die hauen halt echt die Leute weg. Du darfst sie nicht an die ranlassen. Ja, mit ihren Spaten. Das sieht immer aus wie so ein Spaten, weißt du? Ist auch, es ist der Trench-Spaten. Wie heißt das? Graben-Spaten. Aha. Mit dem sie sich da schlagen. Den gab es auch im Multiplayer, kannst du den halt auch als Melee-Waffe an. Ach, kommen wir jetzt da durch? Ach, wir können natürlich alles. Wir können einfach durch die Häuser durchfahren. Oh so mein Gott, mach mal. Fahr mal durch ein Haus. Ah, oder? Mal hier die Jungs wegmachen. Ja. Attila wird zerstört. Oh, es ist so grausam. Und ich schieß trotzdem weiter. Ja, aber das ist halt nicht. Also da finde ich, das ist ja nicht anders grausam als in anderen Spielen. Wenn du die einfach niedermähst, die hast ganzen gesehen? Soldaten. Ich hab das Haus kaputt gemacht. Du hast das Haus kaputt gemacht. Ja, ich muss auch sagen, ich finde die Debatte ein bisschen schwachsinnig, die momentan in den Medien so geführt wird mit und der Erste Weltkrieg und sollte man den überhaupt behandeln, weil der war ja so brutal. Ey, jeder Krieg ist scheiß brutal. Doch alle scheiße. Guck dir mal Vietnam an, Alter. Überall passieren grausame Dinge und ja, der war vielleicht jetzt nochmal besonders eklig und so, aber muss man eigentlich nicht drüber reden, dass der jetzt irgendwie politisch unkorrekt ist, den darzustellen. Wenn wir jeden zweiten Tag den Zweiten Weltkrieg spielen zum Beispiel. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Das ist halt alles scheiße. Generell. Krieg ist scheiße, der wird erschossen. Guck mal. So, oh, der ist super klein. So ein Trabi-Panzer. Ja, das sind die Polen. Nein. Das sind Deutsche, sagst du.
Deutsche. Ey, jetzt hört mal auf, Jungs. Ich muss mal schnell reparieren gehen hier, glaube ich. Kruppstahl, sag ich nur. Das ist das Schöne in den Flugsequenzen, da kannst du dich halt reparieren und dabei weiterfliegen. Hier muss ich dann immer erstmal anhalten und mich in das Haus stellen. So, wieso ist der noch nicht kaputt? Habe ich wieder rüber geschossen? War Finch nicht der mit dem Vogel? War das dein Vogel? Ach, ich und Namen, ey. Ich kenne nur Atticus Finch aus To Kill a Mockingbird. Nee, der Anwalt. Der gerade gestorben ist, meine ich. Das war Finch und der hat. Ich glaube, das war der den Vogel dahin getan hat in den Panzer. Falsche Waffe. Boom. Oh, das fühlt sich auch alles so gut an. Der ist auch noch nicht kaputt. Aber wir lassen schon die Kirche im Dorf, ne? Ah, die Kirche, es gibt in einer Italien-Mission eine Kirche, die konnte ich wirklich nicht zerschießen. Wollen wir mal gucken? Oh, das hat jemand anders für uns. Wir fahren jetzt erstmal auf Willis Hof. Ich habe ja jetzt erst Modern Warfare durchgespielt und da gibt es ja diese eine Mission, die damals auch so umstritten war, wo du oben aus dem Flugzeug heraus die Leute bombardieren musst. Oh, die hat so einen Spaß gemacht. Und da sagen sie auch, es wird nicht auf die Kirche geschossen. Echt? Ja. Okay, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber ich weiß, wie die Mission mich damals weggeblasen hat, weil sich das so, das war ja jetzt nicht so lange nach der ganzen Irakkrieg-Geschichte, die dann auf CNN gecovert wurde und du genau diese Art der Bilder die ganze Zeit gesehen hast. Oh, das war auch so ein Gänsehautmoment. Aber schön, dass du Modern Warfare erwähnst. Ich bin wirklich, wirklich geflasht von diesem Spiel und ich möchte es fast gleichstellen mit dem Wow-Effekt, den Modern Warfare damals auf mich hatte. Das ist wirklich krass. Ja, also die Art und Weise, wie es auch den Shooter einfach anders behandelt und viel emotionaler und persönlicher wird. Schon. Also ich musste auch ein paar Mal echt schlucken, ey. Und dann die ganze Tschernobyl-Mission da mit deinem... Oh, die ist auch so gut. Die Sniper-Mission, die ist auch so echt... Auch einfach wegen dem Tempo, in dem sie erzählt ist. Und die ist richtig gut gemacht. Ja, das ist die Mission eigentlich. Ne? Das, das ist für mich Modern Warfare, wenn ich dran denke, dann an die Mission im Ghillie Suit. Das sieht aus wie Chewbacca halt mit diesen Anzügen, ne? Oh, oh. Wie viele gibt's davon? Wie viele Flags? Ja, das ist das Blöde, dass das ein bisschen dauert. Ich glaube, wir sind hier aber kurz vor der letzten und gleich kommt auch der Part schon, den ich angesprochen habe, in dem das Gameplay sich auf eine Art und Weise abwechselt, die man überhaupt nicht erwartet. Gerade angesichts der Tatsache, wie ernst dieses Spiel ist. Da bin ich aber mal gespannt. Ja. Bam, 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 bam. Ach, Junge, komm, ich kann nicht so schnell lenken. Flink. Ihr habt nicht so richtig Angst vor dem Panzer hier, ne? Kann das sein? Ja, was sollen wir denn machen? Also ich würde da jetzt nicht so reinlaufen. Oh mein Gott. Oh nein. Flink Forest. So, hier nochmal der Fenstertrick. Bam. Eiskalt. Ein Maschinengewehr weniger. Hast du einen Freund von mir, Neil? Nein, der ist blau. Wir sind, glaube ich, khaki-farben. Khaki. Und wir haben diesen geilen blauen Punkt über unserem Köpfen. Die blauen Punkte. Das ist echt lächerlich, Alter. Den siehst du halt original gar nicht. Oh. Tja, dumm gelaufen. Ups. Sozusagen. Es tut uns sehr leid. Da bist du sehr dumm gelaufen. Sie waren im Weg. Wie geil dieser fahrende Kühlschrank ist. Aber ich nehme einfach mal an, ich kenne mich nicht so gut aus mit dem Ersten Weltkrieg generell. Ich nehme einfach mal an, die sahen wirklich aus. Ja, na klar. Ey, Baum. Du liegst im Weg. Scheiße. Oh, ich bin schon wieder kaputt. Oh! Ja, genau, und hier wird's dann so richtig... Und was passiert, wenn du hier stirbst? Der Baum hat auf mich gehört übrigens und ist jetzt weg. Tschüss. Wenn ich sterbe, dann da wollen wir nicht drüber nachdenken. Wir sind aber auch gleich am Ende dieses Teils. Dann ist der Vogel auch kaputt, Maurice. Du darfst nicht sterben. Ja, wer weiß, ob der vielleicht noch eine Rolle spielt, wenn wir kaputt gehen. Weil, das haben wir vielleicht übersabbelt vorhin, die haben den halt als einziges Kommunikationsmittel mit an Bord. Das heißt, wenn also brieftaubenmäßig. Wenn uns was passiert, genau, der ist eine Brieftaube. Ich habe zuerst gedacht, okay, ist der dafür da, um irgendwie... Gutes, also Glück halt, ne? Nee, ich hätte jetzt gedacht, es gab das ja auch so als Funktion, um irgendwie gegen Gas, vor Gas zu warnen. Ach, nee, da waren aber andere Vögel. Ich glaube, in U-Booten haben sie das gemacht, weil die als erstes sterben, wenn sie keinen Sauerstoff kriegen. Und dann weißt du gleich, oh, wir haben hier ein Problem. Das war eigentlich mein Deutungsansatz. Und dann haben sie aber erzählt, nee, hier, pass auf, das ist unsere Brieftaube, die sind interessiert. Wenn wir da rausfahren, haben wir keinen Funk und nix. Ja, ja, klar. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir mit unseren Leuten kommunizieren können. Und wer weiß, ob der hier vorne bei der Brücke gleich zum Einsatz kommt vielleicht. Oh! Man weiß es nicht.
Ja, an dieser Stelle fand ich ein bisschen schwierig, dass hier technisch so perfekt wie das Spiel ist. Hier siehst du auch, der kommt auch mit der Brücke nicht so richtig klar. Hier ist auch die Hit-Detection ein bisschen komisch. Ja, genau. Das war mir letztes Mal schon aufgefallen. Das scheint generell an der Brücke hier ein bisschen kompliziert zu sein. Ja, gut, also nobody's perfect, ne? Nö, eben. Also wir sind schon recht nah an perfekt dran. Oh nein, jetzt mache ich hier so einen Austin Powers. Ich muss mal wenden. Da hätte ich mich jetzt fast festgefahren. Moment. Warte kurz. Ey, versuch mal auf der Brücke zu wenden. Beste Idee. Hier, aber ahnst du den Schlamm? Ey, das fühlt sich so scheiße an. Ich habe wirklich das Gefühl, ich hänge hier fest, als wenn ich durch Teer fahre. Mo. Oh Gott, ich liebe Austin Powers. Das habe ich auch so lange nicht mehr geguckt. Ich muss die alle nochmal gucken. So, wir hängen völlig fest. I think I lost my mojo, baby. Cops are back! Richard, Sir! Die Taube! Wo ist dein Name? Bist du verrückt? Du bringst uns alle um! Edward, hinter dir! Hast du mich etwa nicht verstanden? Oh nein, das ist ja fantastisch. Aber ich kann ja nichts machen. Du lenkst mit dem rechten Stick, aber du musst nicht viel lenken. Alter, diese Bilder. Ach, ist das nicht Gott, episch? Das ist nicht ja episch, unfassbar. Episch? Guck mal gerade hoch. Über Pilot Wings. Was immer durch die Kreise. Oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Die Mucke, Alter. Das war im Trailer. War schön, euch zu dienen. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Yes.
die Treibstoffleitung leckt. Bitte jetzt nicht. Komm schon, Chris. Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Verdammt! Vor uns ist Nebel, ich sehe keine 20 Meter weit! Wir brechen durch. Edwards, ich fahre. Du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Och, was? Nee, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist ja Silent Hill jetzt hier, oder was? Ja. Schön. Freue ich mich aber. Ja, ich würde sagen, an der Stelle können wir aus der Mission hier mal rausgehen, aus diesem Handlungsstrang. Ja, würde ich sagen. Ich wollte gerade todesmutig durch den Nebel schreiten. Okay, du suchst es dir aus. Wir haben halt noch irgendwie ein Viertelstündchen. Man könnte sonst noch. Die anderen Missionen sind halt sehr anders, auch von der Grafik und so. Müssen wir beenden drücken? Jo. Ich würde gerne nach Arabien. Sollen wir das machen? Nee. Oh nein! Ich habe mir ja die anderen Missionen angeguckt. Erstmal haben wir die schon in der offenen Beta gesehen. Das sieht halt gleich aus so. Es ist nicht schön anzusehen. Das ist so eine Stealth-Mission, doch. Zeigt sich auch nicht so gut. Lassen Sie mal lieber eine andere probieren. Ach, das Stealth oder was? Ja. Okay. Weißt du welche? Nicht Avanti Schwanti. Der Meldegänger. Der Meldegänger. Das ist so gut geschrieben und erzählt. Wir kamen aus ja. Hast du ja jetzt auch in dem anderen Ding gesehen. Also, das als Fernsehserie, ich wäre sofort dabei. Warte mal, wo ist das? Ja, das war richtig. Also, nee, wo es spielt? Ich erkenne, das ist. Das ist so bewölkt da, das, ne? Das keine Ahnung, das ist da unten links. Griechenland, Türkei. Ja, da die Ecke. Ja. Wir kamen ach, krass. Aus allen Teilen der Welt. Genau. Gehen wir doch mal hinein. Selbstgerechten. Ja, und wir haben gerade eine ganze Mission gespielt, eigentlich ohne normales Shooter-Gameplay. Ja, ne? Und es fällt auch gar nicht auf, wie, nee. Oh Gott, hoffentlich ist diese Fahrtsequenz jetzt mal vorbei oder so, wie man das oft hat, sondern es ist einfach geil. Ja, das ist schon echt. Aber hier hast du dann jetzt auch ein bisschen First Person und so. Und mal wieder ein kleines bisschen Story vorweg. Ja, schade, dass wir nur eine Stunde mit haben und nicht zwei. Das könnte man ein bisschen länger machen. Ja, die eignen sich halt hervorragend. Eigentlich jede einzelne Kampagne kann man locker irgendwie mal runterreißen. Mhm. Ich hab's nicht überhyped, oder? Das ist geil, oder? Das ist richtig geil. Ja? Frederick Bishop? Nein, der ist tot, leider. Aber ist das nicht Ihr Bild? Schon möglich. Jack Foster. Ich wurde Ihnen zugeteilt. Wurdest du nicht? Schaffen Sie das Kind hier weg. Keine Chance. Er ist schließlich nur wegen Ihnen hergekommen. Frederick Bishop, der Stolz Australiens, hat sogar ein falsches Alter genannt, um dienen zu dürfen. Ach, herrje. Wie gut, oder? Kannst du mausen? Ja. Gut, komm mit. Frederick. Oh nein! Stell das um! Okay. Hi. Oh, invertiert, ey. Wie gesagt, ich will die Diskussion am besten überhaupt nicht
Aber seht ihr, was hier schön ist? Man kann die normale Shooter-Steuerung invertieren und auch den Flug invertieren. Aber den Flug invertieren heißt den... Also andersrum. Das hast du wunderschön erklärt. Wenn du nach oben drücken willst, um nach oben zu gucken, ja, dann ist es bei der Shooter-Steuerung so, aber beim Flug ist es so. Ne? Aha. Ne? Ne? Das ist sehr verwirrend für mich. Okay. Stopf dir was in die Ohren, Junge. Gleich wird's laut. Wo muss ich hin? Erstmal was in die Ohren stopfen. Und du musst den Fernglas. Schussbefehl geben. R1. So quasi, oder was? Thomas bei Pocahontas. Der hat auch nichts auf die Reihe gekriegt. Der war auch sehr jung. Oh nein. Hier, da immer den Rauten hinterher. Einfach den Rauten hinterher. Ja. Bitte folgen Sie diesen Rauten. Boah, Trophäe erhalten. Gut gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du hast die Raute getroffen. Okay, ich muss gucken, wie wir aussehen. Wir sind grün. Und haben kleine blaue Punkte über unseren Köpfen. Grün-blau, ja. Alles klar. Hoffentlich sind die anderen rot. Alter Schwede, guck dir das an! Leute brennen! Man hört's hier, die Soundeffekte, so wenn Leute sterben, sind auch echt eklig. Also die sind nicht so klischeemäßig, wie man sie kennt, sondern die Leute kreischen halt auch wirklich. Und hören sich so an, als wenn sie sich wirklich vor Angst in die Hose machen und so. Das ist schon ganz schön übel. Oh, der lädt das super langsam nach. Und ich schieße auch super schlecht. Und hier siehst du es jetzt halt, wir spielen ja in der Story diesen Frederick Bishop. Ja. Hier bist du jetzt natürlich nicht jemand anders, weil dann hätten wir nochmal irgendwie 5 Minuten Cutscenes. Hier machst du den gleichen dann nochmal. Ach so, okay. Schade, das hätte mich auch interessiert, wie das ist, wenn das ganze Spiel so funktioniert, dass du einfach immer jemand anders bist. Ja, aber dann kannst du halt schwer eine Story erzählen. Ohne Scheiß, wie viele Charaktere du da schreiben müsstest. Ja. Weil Leute wie ich, die sterben halt sehr oft. Und dann musst du halt erstmal... Hunderte von Charakteren erfinden. Kann ich mich eigentlich auch ducken, wollte ich gerade sagen, ja. Genau, kannst dich auch legen, indem du den Knopf lange gedrückt hältst. Ja, ja, das. Gehst du prone. Ja, hier musst du ganz extrem auf deine Munition achten und wirklich zwischendurch aufsammeln, was aufzusammeln ist. Du spielst sehr vorsichtig. Ich bin hier im Krieg, Alter. Ich kann so auch eine Sache nicht wie, durch die. Da sitzt halt einer und kommt nicht klar. Da kriegst einer und kommt auch nicht klar. Aber er ist ein Feind. Der dann kommt auch nicht klar. Ja, aber auch, dass du es in der Hand hast, ne? Du kannst den Feind halt auch einfach lassen, wenn du willst. Ja. Also den jetzt nicht, aber... Wenn er schon halb tot da liegt, dann will ich ihn natürlich nicht. Sind wir mal so nett. Wenn wir schon Teilzeit als Friedenstaube arbeiten. Uah. Na gut, die hat jetzt keine guten Nachrichten nee, okay, dabei es war keine Friedenstaube, nee. Die Taube, die war jetzt nicht so... Vielleicht dachte sie, sie hat einen Hilferuf dabei, weiß man ja nicht. Hier Rückzug, weil das Ding ist nicht ohne. Du siehst unten rechts die Energie, wenn du dich eine Zeit lang zurückziehst, lädt die sich halt auch auf, aber es dauert ein bisschen, also man muss schon recht vorsichtig sein. Ach Gottchen. Auf den würde ich zum Beispiel eine Granate schmeißen. Der sitzt da ja hinter seinem Geschütz und das ist ganz gut. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich den denn jetzt kriegen, aber... Ja, die Sequenz hier ist tatsächlich nicht ganz ohne. Ich würde übers Dach versuchen rüber zu werfen. Übers Dach? Ja, also das sind ja nur so einzelne Bretter, vielleicht triffst du ihn. Sah gut aus. Ich höre nichts. Blindgänger? Ich habe auch nichts gehört. Ich glaube, du hast ihn erwischt. Ach! Yes, sieh zu, der Nächste stellt sich schon an. Sieh zu, sieh zu. Und nicht vergessen, dass diese eklige Bayonett-Charge. Du kannst halt auch einfach mit dem Messer auf dem Gewehr vorne in die Reihen laufen. Ich war noch nie gut im Messern. Nee. Du rennst halt einfach in sie rein. Oh, leg dich. Ich wollte mich gerade hinlegen. Hast du doch. Und falsch.
Ja, ich habe das leise Gefühl, wir kommen nicht sehr weit in dieser Mission, weil ich leider nicht sehr gut bin. Die ist aber auch echt nicht ohne. Also da habe ich auch ein bisschen gebraucht. Vor allem die Waffe ist auch so clanky, weißt du? Clanky, schwanky. Die braucht halt ewig. Ja, ist halt ein Stock mit einem Messer vorne dran, ne? Stock mit einem Messer, ne? Versuch mal in einen reinzulaufen. Also so einen einzelnen. Digga. Den lassen wir das. Den lassen wir in Ruhe, der hat auch bestimmt keine Beine mehr. Guck mal, der läuft wirklich von dir weg. Hier in den reinlaufen. Ich will aber nicht in Leute reinlaufen. Oh, lauf mal in Leute rein. Wir wollen ein bisschen was zeigen. Hier, da um die Ecke ist einer, wissen wir ja schon, den kannst du mal mitnehmen. Hier, komm. Wir gehen das nochmal. Im Laufen. Wenn du es im Laufen machst, dann rennst du halt mit dem Bajonett in sie rein, je nachdem, was für eine Waffe du hast. Ich habe ihn nicht mal getroffen. Egal, Hammer, tut's auch. Ja, da hatte ich ja bei meinem ersten Playthrough diese geile Situation, dass ich in so ein Waffenlager gekommen bin. Ja. Und dann der Tooltip reinkam, in diesen Waffenlagern sind die mächtigsten Waffen des Spiels zu haben und dann in der Kiste ist so ein Hammer. Ja, so ein bisschen Selbstironie. Okay, den da oben noch. Den haben wir noch. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Schade. Ich habe schon wieder nicht getroffen. Okay, wer hat mich denn? Der hat mich letztes Mal erwischt. Überstimmt. Bam. Zack. Okay. Wir haben noch 5 Minuten. Wollen wir noch eine andere für die Flugsequenz vielleicht mal anreißen? Sollen wir ganz kurz fliegen? Ja. Möchtest du fliegen? Können wir. Dann lass uns kurz fliegen. Bin ein schlechter Fliege. Ja. Fliege. Fliege. Tanke. So, alright. Bitteschön. Ich sag mal so, ne? kann man so nennen, ja. Okay, dann ab ins Flugzeug, Maurice. Juhu. Ich war mal in einem Luft- und Raumfahrtmuseum. In einem sehr großen. Ich erinnere mich. Und da gab es auch. Nee, nicht bei der ESA. Ach, nicht das. Das Sean Murray Museum. Ach so. In einem Museum. Die ESA ist doch eine ESA. Ja, stimmt. Die ESA ist ja eine ESA. In einem Museum, Alter. Und da gab es auch Erste Weltkriegsflugzeuge zu sehen. Also das, diese Doppeldecker und so. Mhm. Oh, und das ist auch so geil gemacht. Wirst du gleich sehen. Es fühlt sich so cool an, wie man diese Flugzeuge aus der Luft pratzelt, weil die sind halt aus Holz mit ein bisschen Plane drüber gespannt und so fühlt sich das auch an. So, das wird hier alles weggeschnetzelt und die Splitter fliegen. In dem Fall hier, sobald es geht, drücken wir dann einfach mal das Intro weg, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr und wir wollen ja auch nicht alles zeigen, was das Spiel zu bieten hat. Ja. Nicht, dass wir es könnten in einer Stunde, aber... Doch klar, wir spielen alle 5 Missionen in einer Stunde durch und los. Ja, also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Früher war ja gerade bei Battlefield so das Ding, dass ja, das die Kampagne auch war gehört. Immer so, dann haben sie versucht, so an Call of Duty ranzukommen und das auch ein bisschen besser zu machen. Ich fand, in 4 ist denen das schon sehr gut gelungen. Also da fand ich die Kampagne auch echt gut. Mhm. Aber sie war noch nicht so ganz da. So, und hier, das ist einfach nicht nur das erreicht, was Status Quo geil ist, sondern die haben halt echt was eigenes auf die Beine gestellt. Die haben mal was Neues gemacht, ne? Also das habe ich so noch nie gesehen in einem Shooter. Ja. Und das ist echt gut, es funktioniert. Es funktioniert, ja. Greift. So, ich muss hier ein bisschen laden lassen, bevor ich überspringen kann. Jetzt kannst du überspringen. Auch eine super geile Story. Oh. Wo sind wir denn? Wir sind hier in Star Wars Battlefront, wie du siehst. Ja. Es war ein Vergnügen, sie zu fliegen. Die Sonne schien und alles wäre perfekt gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. Jetzt so ein bisschen Tutorial-mäßig. Das ist ganz schön cool. Bist du nicht? Unbedingt. Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Oh, aufschließen. Ja, ja! Ja, aufschließen. Geil. Ich liebe aufschließen. Ich liebe aufschließen. Das ist meine liebste Freizeitbeschäftigung. Hier habe ich nicht so ganz verstanden, ob ich bewusst rollen kann oder ob er das jeweils macht, je nachdem wie ich fliege. Genau, jetzt machen wir so ein bisschen Tutorial-Kram, fliegen wir hinterher. Oh, ich hoffe, wir kommen so weit. Kannst du auch gegen den Berg fahren? Ja. Kann ich. Ich kann das. Ja, und grafisch auch.
Also ich glaube, diese Wüstenmap war einfach unglücklich gewählt für die Beta. Habe ich aber auch da schon gedacht. So. Das hast du die wirklich als so schlimm empfunden? Na, nicht schlimm, in keiner Weise, sah geil aus. Aber im Vergleich zu den Sachen, die du hier siehst, hier steht mir halt echt der Mund offen die meiste Zeit. Das ja, hatte du stehst gerade im Kopf. Ja. Übrigens, ich wollte es nur mal... Ja, ich sage ja, ich weiß nicht, wie man sich dreht. Folgeverbindung, ja, mach ich doch. Ja, mach ich doch. Ja, das war zum Beispiel im Battlefield 4 so krass, also weil es so tief ging, gerade die Flugsteuerung, dass ich bin so ein bisschen frustriert gewesen im Multiplayer, weil ich gerade, wow, das Fliegen nicht so hingekriegt habe. Und da war es dann wirklich so, ich musste es dann lernen. Alter, du musstest in einer bestimmten Geschwindigkeit an die Kurve ranfliegen, dann auf eine andere Geschwindigkeit drosseln. In der konntest du dann besonders steilen Winkel fliegen, den du sonst nicht fliegen konntest. Und das war richtig, also es war so eine kleine Wissenschaft für sich, die man lernen musste und konnte. Ich habe das Gefühl, das hier ist so ein bisschen einsteigerfreundlicher gemacht. Es wirkt einfacher. Ja. Oh, komm schon, flieg schneller. Wow! Aber du. Nicht so plötzlich bremsen. Du hast ihn nicht vom Himmel geholt. Nee, in der Mission ist es aber tatsächlich so: man fliegt dann in die Reihen und es haut einen wirklich vom Hocker. Passiert mir leider recht häufig. Feuer frei! So, geh mal gerade. mein Kopf. Maurice, du musst. Ich kann das nicht! So, hier. Ey, der Sound hier vorne und wie sich das anfühlt. Das ist einfach geil. Gib ihm! Scheißluftballon. Nein, das ist ein Heißluftballon, kein Scheiß. So, kaputt. Du verwechselst gerade was. Mehr Luftballons. Oh, da gibt's Grün. Grün. Und ein Fluss. Ja. So, jetzt haben wir hier noch einmal... Ich könnte mir einfach den ganzen Tag auch die Landschaft angucken. Ich finde das sehr spannend. Ey, Anne, wollen wir schummeln und unsere Stunde mit länger machen? Ich will noch nicht aufhören. Ja, es ist so schön. Und das sage ich bei Battlefield, Alter. Hä? Oh, das ist... Ja, man kann auch ein bisschen... Komm, lad nach, schnell, bevor ich gegen den Berg fliege. Aber der ist doch schon abgestürzt, oder? So geht's ja gut. So, da noch ein. Und dann haben wir nämlich hier den Tutorial-Krams fertig. Dann kommen nämlich auch echte Flugzeuge. Richtig echte Flugzeuge. Richtig in echt und alles. So, Schnauze, Wecker. Da erschrecke ich mich wenigstens nicht so wie bei meinem Handy, Alter. Wenn das losgeht, kriege ich jedes Mal einen Schrecken, wenn ich hier sitze. So, genau, also die Stunde ist vorbei. Wir machen einfach nur eine Minute weiter und machen ein bisschen Luftkampf. Ja. Weil das ist wirklich schön. Und das fühlt sich wieder so toll an, wenn man trifft. Das ist eine Genugtuung jedes Mal. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Heilige Scheiße! Das sagen die Amis zu mir auch immer, wenn sie mich sehen. Heilige Scheiße! Deutsche! Oh nein! Hier, 5 rote Barone. Nee, da sind die nicht da. Oh, ja, okay. Ich hab's halt, wie gesagt, auf hart gespielt vorher und da stecken die ein bisschen mehr ein. Das war jetzt ein bisschen billig. Ja, das ist natürlich. Mann, das ist so schön. Guck mal. Geh weg. Daneben. Ja, und auch da, man muss natürlich die Schüsse so ein bisschen führen, man sieht das. Aber es ist, die haben da ein sehr schönes Mittelmaß gefunden, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich muss erstmal eine Stunde üben, bis ich das dann wirklich schaffe zu treffen. Jetzt haben wir gerade den Fuffi-Effekt, dass ich es überhaupt nicht hinkriege. Aber es ist immer so. Ich spiele zu Hause auch viel besser, Shooter. Ist das ein Freund von mir? Nee. Hey, Peter! Gerade in den Luftkämpfen, auch hier, die sind sehr hartnäckig. Also wenn sich erstmal einer hinten an dich ranhängt, ist es wirklich schwierig, da wieder rauszukommen. Man wird dann schnell vom Himmel geholt. So, also mindestens einen muss ich jetzt mal erwischen. Ich spiele nicht repräsentativ. Ha. Wuhu! Für die Redaktion. So, einer noch. Wo bist du denn da? Mach dir keine Sorgen, wir spielen alle noch viel schlechter als du, Maurice. Geh tot, du Arsch! Geht er schon tot? Okay. Folgen wir ihm mal und gucken, was passiert. Weil wir müssen ja aufhören. Oh, yeah! Und los! Es war sich für den Moment nicht sicher, soll ich explodieren oder nicht? Na gut. Ich weiß nicht so genau. Okay. Was mach ich denn jetzt? Oh Gott, das ist wie so ein bisschen wie bei 21 Jump Street, wo nichts explodiert die ganze Zeit. Hab ich nicht gesehen. Das ist auch so gut. Nun. Ja, das ist Battlefield 1. Du siehst, ihr seht. Was ist das für ein Battlefield? Ich bin völlig vom Hocker. Was ist das für ein Battlefield, Digga? So gut. Also, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ne? Ich habe mit einigem gerechnet, aber nicht mit so coolem
Storytelling und so innovativen neuen Ideen einfach auch. Ja. Ne? Also für einen Shooter ist das wirklich mal komplett was anderes. Ja. Und vielleicht orientiert sich auch die ein oder andere Brand an diesem Stil. Entschuldigung, Mikrofon. In Zukunft. Früher oder später gehe ich davon aus, da wird sich. Also mir gefällt das extrem gut. Ich werde es jetzt auch mit nach Hause nehmen und dann mal alles schön durchspielen. Ja. Und, aber ich glaube, dass dieser Eindruck bleibt. Das ist einfach. Ich meine, guck's dir an. Ist geilo. Und die meisten Leute spielen Battlefield traditionell ja für einen Multiplayer. Ja. Ich bin auch mehr so ein Kampagnenmensch. Multiplayer spiele ich auch mal. Ich auch. Jetzt, hier gesagt, wie gesagt, die Open Beta hat mich nicht so vom Hocker gerissen, aber allein für die Kampagne, ey, uneingeschränkte Empfehlung, was für ein geiles Spiel. Mhm. Und wir spielen dann jetzt um die Wette. Wir haben drei Versionen hier. Mal gucken, wer sich die dritte schnappt. Und dann sitzen wir zu Hause und dann immer bei WhatsApp. Ich bin so weit, ich bin so hast weit. Du schon? Hast du schon? Warst du schon bei der Taube? Ja. Ich würde sagen, da machen wir Schluss. Ja, wir verlassen gerade das Kampfgebiet. Wir verlassen jetzt das Kampfgebiet und begeben uns nach Hause. Liebe Leute, macht's gut. Und auf bald. Tschüss. Ich habe aber jetzt über die Jahre immer mehr festgestellt, dass es auch für mich Franchises und Spiele gibt, wo man mal so richtig das Gehirn durchhängen lassen kann, so richtig auf Autopilot schalten. Und für all die da draußen, denen es so geht wie mir,